Ja, kann ich jetzt gar nicht erzählen, der geht viel zu lang. Ist das egal? Gut. Lennart, hallo. Freue mich, bist du gekommen. Die erste Frage an dich. Hockst du ab im Beisle? Ja, eigentlich immer. Also daheim sicher immer. Ja, sonst kommt es darauf an. Also meistens schon, aber wenn es irgendwo ein öffentliches WC ist und so, dann schon nicht. Wieso nicht? Ja, ist grusig. Gut. Benni, will der Bart nicht mal abrasieren? Nein, das geht doch sehr gut aus, nicht? Ein bisschen Öl drin, dann glänzt das schön auf dem Feld und dann sieht man jeden. Der Lieblingssport neben dem Eishockey? Golf. Golf? Ja. Der mühsamste Tick von jemandem im Team. Tick ist kein Tick, aber der Lardi hockt neben mir. Der redet immer so viel. Das ist manchmal ein bisschen mühsam. Ja, das verstehe ich. Was willst du mal können sagen, wenn du alt und grau bist? Hoffentlich kann ich sagen, weil ich ein geiles Leben kann. Welche ist die dummste Frage, die dir je ein Journalist gestellt hat? Ich glaube, das ist, wo ich mit Rappi abgestiegen bin, wie es mir geht. Ich denke, so im Moment geht es einem immer relativ mies. Ich denke, Das ist so die dümmste Frage. Ich glaube, wer sind da abgestiegen? Weiss nicht, ich glaube, es war lange nach. Ja. Wer ein Gitter am Helm hat, ist ein Pussy. Und wer keins hat, ist ein Löw. Stimmt das? Ja, stimmt schon. Wieso? Ja. Also in dem Fall heisst das, unser Captain ist ein Pussy? Nein, also ich würde eher Ja sagen zum zweiten Teil. Wer also aber... es ist sicher nicht dumm, wenn man ein Gitter hat. Und auch nicht unbedingt ein Pussy. Es ist vernünftig, aber... Ja, ist jedem ein bisschen das Sein. Also, ich finde das Gitter schon in der Sorgabung. Aber ein Löli, bist du jetzt auch nicht gerade, wenn du kein Gitter hast? Lieblingssportler? Der Roger Federer, oder? Schon eindrücklich, was er leistet und geleistet hat. Und darum sicher er. Hast du lieber Bier oder Wein? Bier. Wenn ich wohl besser bin. Bier habe ich eigentlich fast lieber. Aber so zum Orakel oder so nehme ich das schon ein Glas Wein. Hast du lieber Tee oder Kaffee? Beides. Ich trinke eigentlich beides fast täglich. Ich trinke immer einen Kaffee am Morgen sicher und am Mittag. Und meistens noch einen Tee am Abend. Ich bin Tee-Fan. Hassest du eigentlich den Winter? Nein, ich finde es eigentlich nur schön, so, wenn's, vor allem wenn es schneit. Wenn die Landschaft weiss ist und wenn man Ski fahren kann. Also, kannst du Ski fahren? Nein, wird definitiv nicht. Okay. Ja. Aber wenn man sieht, wie andere die können Ski fahren. Das ist toll, ja. Ist sehr gut. Die grösste Mode sind, die je hast du. Schwierig zu sagen. Warst du nie ein Skater oder so? Ich war schon alles. Gangster, aber ich denke sicher so die Fubu-Hose. Was gehört zu deiner ganz persönlichen Matchvorbereitung bei jedem Spiel? Ein Bircher Müsli vor dem Spiel. Das ist so ein bisschen das, was ich ein paar Stunden vor dem Spiel noch nicht mehr. Machst du das einmal selber? Ja. Was sagen deine Lehrer echt heute über dich? Zum Glück ist der Hockeyspieler geworden. Was wärst du geworden, wenn es mit dem Profi-Hockey nicht geklappt hätte? Ja, wahrscheinlich, ich weiss nicht, wäre ich jetzt irgendwo am Studieren oder so. Aber Fußball habe ich mal probiert, aber es hat mir nicht so gefallen. Mhm. Das schönste Kompliment, das dir jemand gemacht hat oder das man dir machen kann? Wenn jemand sagt, er hat mich gern. Welcher Politiker macht dich so richtig hässig? Erik Hess, dein Traumreiseziel. Das Traumreiseziel, also ich muss sagen, am besten gefallen hat es mir jetzt schon in Amerika. Aber ich würde mega gerne auf Hongkong gehen. Auf welchen Mitspieler bist du schon einmal wirklich mega verrückt gewesen? Ich würde jetzt sagen, der Nüssli. Was hast du als kleiner Bub werden? Hockeyspieler. So, immer? Ja, immer. Ich bin 2 Minuten von 30 Hallo aufgewachsen und habe nie etwas anderes werden. Bist du ein Morgenmensch? Nein, eigentlich eher nicht. Also, ich bin eigentlich froh, wenn man mich am Morgen ein bisschen in Ruhe lässt. Wenn ich gerade aufstehe, nachher so nach einer Stunde, zwei, ist das okay. Aber gut. Am Anfang brauche ich meine Ruhe. Vor was hast du Angst? Vor Fisch. Vor Fisch? Ja. Wieso? Ich kann nicht gerne baden, wenn es Fische im Wasser hat, so gross sind. Ich war mal in Ägypten am Schnorcheln oder in der Ferien. Ja. Ich bin die ganze Woche 15 Minuten schnorcheln. Und im offenen Meer würde ich jetzt auch nicht reingumpen. Ja, gut, das verstehe ich. Ja. Hat mich gefreut. Mich auch, wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke dir. Und bis morgen. Ja, ciao, Benjamin. Tschüss.